Die Bleiche bietet sicherlich den großen Vorteil, dass sie eine relativ homogene Struktur hat, weil sie innerhalb weniger Jahre entstanden ist und sind bisher kaum Sanierungsmaßnahmen durchgeführt worden. Das heißt, man hat einen relativ homogenen Ausgangszustand und kann jetzt von dort ausgehend für die Zukunft, nicht für morgen und übermorgen, sondern auch über einen Zeitraum der nächsten 10 Jahre, ein Konzept entwickeln, was dann den Energieverbrauch dramatisch senken kann. Ich finde es eine sehr gute Idee, dass man so ein Gemeinschaftsprojekt eventuell auf die Beine stellt. Und für mich war das als Rentner, bin ja zu Hause, kann ich also durchaus die Nachbarn und so weiter motivieren, da mitzumachen. Dass die Bürger, die Nachbarn sich zusammenschließen und gemeinsame Aktionen machen, indem sie zum Beispiel gemeinsame Fenster einkaufen, bis hin zur Überlegung, eine gemeinsame Heizanlage für ihren Reihenhausblock zu errichten und dadurch auch einen unmittelbaren Vorteil daraus haben. Ich habe immer insgeheim gehofft, dass der Herr Obmer den Bereich auswählt, wo ich wohne, habe ich aber nicht eingemischt. Interessant, was sich hier jetzt in 1,5 Jahren entwickelt hat. Ein großes Projekt, wo sich Bürger haben beteiligen können, den Solarpark. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, in Quartieren mit den Bürgern direkt über ihren Lebensraum zu sprechen, zu diskutieren, dort auch neue Wege zu finden. Und mit dem Zukunftsprojekt Erde haben wir natürlich auch nochmal schöne Unterstützung, die jetzt auch nochmal wissenschaftlich von der Uni mitbegleitet wird, neben der Hochschule in Biberach. Und ich glaube, da haben wir hervorragende Voraussetzungen, dass uns der nächste Schritt auch sehr gut gelingt. Es sind so viele Projekte jetzt schon durchgeführt worden, wie der gemeinsame Solarpark und wie der Bürgerbahnhof. Und ich denke einfach, dass das sehr gute Beispiele sind, von denen ja, die andere Regionen lernen können. Es machen sich ja so viele Leute da jetzt Mühe, das haben wir jetzt gesehen, wer da alles mit dabei ist und wer da dran forscht. Und da ist ja das, was wir jetzt erfüllen müssen, diese 30 Minuten maximal den Bogen auszufüllen, das ist ein ganz kleiner Teil.